Hallo und herzlich willkommen. Der Enrico ist auch da. Bei der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Staffel 5. Staffel 5, Staffel 6. Bin auch noch im Flow drin. Ich habe jetzt ganz viele Bücher, die tun mir jetzt hier einsortieren. Köder haben wir nicht. Glück des Meeres haben wir auch nicht. Flamme haben wir auch nicht. Schlag haben wir Schlag. Schärfe, alles mit SCH, aber kein Schlag dabei. Reparatur haben wir auch nicht. Eisläufer haben wir auch nicht. So die Premium-Verzauberung, Endlichkeit haben wir auch nicht. Bann haben wir, glaube ich, einmal. Hier. Kann die immer so schön auseinanderhalten. Verbrennung? Haben wir Verbrennung irgendwo? Nö, schaut nicht so aus. Glück haben wir auch nicht. Haltbarkeit haben wir einmal. Hier hinten war das. Sonst haben wir nicht Haltbarkeit. Nee. Effizienz hat nur hier hinten irgendwo, genau da. Schärfe, Schutz, Schusssicher, Effizienz. Nee, sonst nicht. Kommt noch ein Gang rein. Stärke, Stärke. Wir haben so viel mit S. Hier ist noch Haltbarkeit. Nee, Stärke haben wir nicht. Wo war Haltbarkeit? Hier. Haltbarkeit. Schusssicher, Schusssicher. Ui, hier sind ja ganz viele Bücher drin. Schusssicher, hier sind auch Bücherregale. Nehmen wir die mal raus hier. Schusssicher, Schusssicher, Schutz, Schutz, Schutz. Nee, das ist Schärfe, Schutz, Schutz. Plünderung, Unendlichkeit. Mehr Schärfe? Haben das nicht irgendwo? Eisläufer? Nee. Hier eventuell. Brotsamkeit, Wasseraffinität, Explosionsschutz. Atmung, hat man das nicht auch irgendwie? Explosionsschutz? Nee, nur noch Schärfe. Atmung, Dornen, Wasserläufer. Oh, Wasserläufer haben wir zweimal. Schärfe. Da, da, da. Und das ist neben sitzt der Gliederfüßer. Und das ist daneben. Zack. Neben sitzt der Gliederfüßer, meine lieben Freunde. Jetzt tun wir uns mal hier ein bisschen sortieren. Am besten auch die Bücher mal hier unten rein. Und die Bücherregale hier und den einen Lapis können wir ja auch hier lassen. Und hier können wir uns mal aus den da eine Truhe machen, die wir dann dort unten aufstellen. Upsala. Die wir dann dort unten aufstellen, wo dann die Goldwerkzeuge reinkommen. Das wird ein Labyrinth hier. Das sage ich euch, wenn es mal fertig ist. Hier ist auch ein Bett. Seht ihr mal. Tun wir jetzt erstmal das Goldwerkzeug rein. So. Ach Mist, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Na, aber das machen wir zur späteren Stunde. Ich wollte nämlich hier noch hab ein Behutsamkeitsbuch ja hier. Da ist ein Behutsamkeitsbuch. Das hat man eigentlich gleich mal hier ein bisschen sortieren können, aber machen wir später. Machen wir alles später, ja. Alles später machen. Ja, komm. Ist das alles hier Stufe oder was? Wirklich, ne? Das Mögliche ist alles. So, jetzt sind wir wieder an Land hier oben. Wie die Landratten. Ich habe im Hintergrund ein bisschen mittelalterliche Musik angeschalten. Und ich möchte jetzt euch nochmal ganz kurz das Lager vorstellen, wie es jetzt ausschaut.
Also von hier logischerweise. Und von unten sieht man jetzt noch nicht so viel. Ich habe hier den Balken noch hochgezogen. Das habe ich alles vorgestern gemacht. Darum konntet ihr das noch nicht sehen. Ich habe hier jetzt eine Schräge reingesetzt. Ich habe die Wand hochgezogen. Habe die eine Seite fertig hochgezogen. Ich bin mir noch am überlegen, ob ich noch eine Zwischenetage oben reinmache. Aber ich habe mir dann so gesagt, nee, die Zwischenetage, die kannst du dir sparen. Ich muss mal mein Fenster zumachen. Ich friere mir jetzt gleich die Nase ab. So. Uiuiui. Boah. 8 Grad draußen und es ist nach 12. Hinten ist die Kapelle, da ist der Notwind Tower irgendwo. Da baut er sich auf. Ja, und ich kann euch das ganz kurz mal zeigen. Wir reisen mal nach Hohenstein. Mit dem Esel. Und der Esel, der ist im Birkwinkel. Müssen wir mal nach Birkwinkel reisen. Zu Fuß, versteht sich. Die tun ja immer noch fleißig ernten. Gibt's ja was Neues? Ja, das macht sich doch gut. Und auf der anderen Seite? Na? Ja, das ist doch auch gut. Hey, nicht schlagen, meine Freunde. Nicht schlagen. Ganz wichtig. Ja, die Gebäude, die werden auch noch weiter gebaut. Die ganzen Berge, richtig schön. So, jetzt zeige ich euch ganz einfach, was ich die letzten Tage so gearbeitet habe. Mit dem Enrico zusammen. Der Enrico baut nämlich von Bergstädten aus den Weg nach nach Hohenstein. Da habe ich mir so gedacht, was heißt ich, der Enrico hat sich so gedacht, was hat es einen Sinn, einen Weg, einen Fußmarschweg von Bergstädten nach Hohenstein zu bauen, wenn ich schon einen Weg von Nordwehen nach Bergstädten mache, den kann man doch irgendwie verbinden damit. Und dann eine kleine Abzweigung machen, wo es dann nach Hohenstein geht. Was wir jetzt auch getan haben, deswegen reisen wir hier. Hier ist eine Umleitung. Das habe ich glaube ich auch noch nicht drauf, weil ich hier eine Brücke baue. Die ist dort hinten. Und zwar muss ich mal diesen Zaunblock hier weg. Da sind wir nämlich letztens mit Pferd und Esel lang geritten. Und da ist man da nicht mehr weitergekommen. Genau. Geht's jetzt hier hin? Gucken wir um die Kurve. Gucke ich mir das gleich nochmal an, wie ich das hier gemacht habe. Aha, aha. So habe ich das gemacht. Na gut, habe ich ein bisschen anders da gemacht. Dann geht es jetzt hier nach Bergstetten. 8,2 Kilometer. 8,2 Kilometer, das müsste ich mal noch ein bisschen umändern. Achso, wer es nicht mitbekommen hat. Wir sind jetzt hier in Blumenheide. Da, Blumenheide. Hier habe ich ein bisschen rote Beete. Ja, da hinten geht es dann noch ein bisschen weiter ums Eck. Hier ist meine rote Beete-Plantage. Und ihr seht ja, jetzt sind auch ein paar Drüschen. Hier kommen noch ein paar Wohngebäude hin. Darum habe ich die Brücke dort auch ein bisschen renoviert. Und hier ging es ja früher so den Kiesweg lang und dann hier hoch. Dann habe ich jetzt ein bisschen begradigt. Und da geht jetzt so. Früher ging er so hier. Und da stehen jetzt auch nicht mehr so viele Bäume. Und ich habe überall so Stufen hingesetzt. Aber es ist auch schon ein paar Wochen her. Genau. Hier ist dann die Bahnstrecke. Aber auch mit dem Feodan, also den Max Feodan Ingame Netzwerk Feodan, schon ausgemacht, dass ich hier U-Bahn, also wir wollen uns irgendwo treffen oder mit irgendwie U-Bahn Station nach Bergstetten bauen. Die nach Hohenstein bleibt immer noch bestehen. Im dem Sinne, wenn wir jetzt von uns aus, hier fährt eine Stufe, ich glaube, die fährt schon länger, die Stufe. Wenn man von mir jetzt nach Moseck fährt,
einen Zug. Und dann von Moseck weiter nach Hohenstein. Ist praktischer, meines Erachtens nach. Wir hätten jetzt auch hier aussteigen können mit der Lohe. Und wir legen uns jetzt aber erstmal schlafen. Genau. Ach, so habe ich das hier gemacht. Das ist doch mal ganz anders. Ja, Birkwinkel 0,6 und Tannenstein 1,4.